herzlich willkommen bei Chibi Let's Play mit Kurz aufgepickt. Und heute zeige ich euch Kid Icarus. Ja, es war ja schon einmal erwähnt worden, aber ich muss sagen, dass ich es doch lieber gerne kurz aufpicken möchte und nicht als Let's Play. Vielleicht später, vielleicht nächstes Jahr oder so. Aber erstmal zeige ich euch mal das Spiel an sich, denn es ist schon cool. Es ist schon richtig unterhaltsam, wenn auch manchmal etwas knifflig. So, hier haben wir diese kleinen Minischlangen, die können wir besiegen. Und die Herzchen, die man einsammeln kann, sind eine Art Währung, kann man sagen. War bei dem letzten Teil der Reihe Kid Icarus Uprising ja auch so, dass man damit sich auch was kaufen konnte. Da war leider nichts im Raum. Und ja, wir haben schon gesehen, das ist so eine Art Pac-Man-Universum hier. Geht man hier aus dem Bild, ist man nicht gleichzeitig Game Over. Nein, man hat halt die Möglichkeit, zur anderen Seite rüber zu gehen. Das kann manchmal auch von Vorteil sein, gerade bei Abzweigungen, wo links der Gegner wartet und man rechts eigentlich noch auf der sicheren Seite ist. Ja. 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 Okay, ich schlage mich hier durch Richtung Himmel und ja, okay. Ich habe jetzt ein Item eingesammelt. Die Gegner sind jetzt zu Echsen geworden, die mir wohl Punkte oder Energie geben. Oder, naja. Wie auch immer. So. Na, jetzt sieht man zum Beispiel, da ist wieder so eine Abzweigung. Da könnte ich theoretisch von rechts nach links kommen. Mal die blaue Sprungpassage ersparen zu können. Ah, ich sehe schon, da ist ein Gegner. Ach, ja, ich erinnere mich. Bei Kid Icarus Uprising war der ein bisschen anstrengend. Ich gehe mal einfach an dir vorbei. Ja, das ist vom Spiel so gewollt, dass jetzt auf einmal alles langsam ist. Das ist, ja. Ich glaube sogar bei Uprising war das sogar der Gegner, der einen wirklich erstarren ließ, sodass man gar nichts mehr machen konnte für eine gewisse Zeit. Ich habe das gar nicht mehr so richtig im Kopf, muss ich gestehen. Ich meine, dabei war das erst 2012. Ach je. So, was gibt's hier? Ah, okay. Ich hätte per Zufall ein Item holen können. Naja. Okay, gut. Gehe ich mal weiter. So, jetzt so langsam werden die Sprungpassagen etwas kniffliger. Und das ist nämlich auch das Problem. Denn ja, die Kamera geht zwar hoch, aber sie geht nicht mehr runter. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, falle ich runter und bin... Ja, hab mein Leben vertan. Und ich habe nur dieses eine Leben, ist das Problem. Und auch wenn der kleine Pit hier ein Engelchen ist, hat er das Problem, dass seine Flügelchen leider, ja, verkrümmt sind. Ja, und damit habe ich eigentlich schon eine sehr gute Einleitung zur Story. Denn es gibt in dieser Welt zwei Göttinnen. Nämlich Palutena, die Göttin des Lichts, und Medusa, die Göttin der Finsternis, die im Exil war, jetzt aber Rache will. Und ja, dann kam natürlich das finstere Heer von Soldaten, von ihren Monstern und... Oh, ich habe keine Energie mehr. Nein! 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 Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ah, ich habe auf die Energie nicht geachtet. Meh! Na, egal. Fange ich halt nochmal von vorne an. So war das damals mit klassischen NES-Spielen. So. Ja, gut, wo war ich stehen geblieben? Also, wie gesagt, es gab eine Schlacht im Himmel. Beziehungsweise, ja, im Angel Land nennt man das ja. Und der kleine Engel Pit, der ja auch der Hauptmann der Garde war, wurde dann in einen Kerker gesperrt, weshalb seine Flügel verkrümmt sind. Nun ist er aber trotz allem entkommen, dank Palutenas Unterstützung. Und jetzt versucht er im Alleingang halt zum Himmel hochzukommen, damit er auch Medusa aufhalten kann. Der arme kleine süße Engel. Jetzt gehe ich mal hier rechts rum. So, jetzt links. Oh, eine Tür. Die habe ich vorhin gar nicht gesehen, oder? Ups. Gegner? Gegner? Hm? Okay, okay, okay. Ich brauche Energie langsam. Jetzt bin ich... Ja, toll. Jetzt bin ich schon wieder Game Over. Ich habe mich treffen lassen. Zu oft. Na gut, okay. Noch einmal möchte ich es versuchen. Ich möchte einmal oben sein.
Oder zumindest bis zum nächsten Level, bis zum nächsten Abschnitt. Aber keine Sorge, weiter bin ich noch nie gekommen. Das war nämlich dieses kleine Problemchen. Weshalb ich dieses Spiel auch gerne aufpicke und nicht Let's Player. Naja, wie gesagt, vielleicht nächstes Jahr, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit habe. So, ich springe jetzt einfach mal hier hoch. Lalala. Alles gut, alles wundertutti. Upsa. Ja, gut. Wusstet ihr eigentlich, dass der Gameboy-Erfinder Gunpa Yoko mit an dem Spiel mitgearbeitet wurde? Mitgearbeitet hat. Ja. Der legendäre Erfinder des Gameboy war damals mit dabei. Upsa. Das ist wieder dieselbe Ecke, ne? Das ist dieselbe Tür auch gewesen. Ich glaube, ich gehe einfach mal dran, wieder durch und ignoriere das Ganze. So. Ach, ich gehe einfach vorbei. Boah, ich mag das nicht, wenn die Spiele an manchen Stellen wirklich langsamer werden. Ich meine, bei Super Smash Bros. Ist das ja noch recht witzig mit der Stoppuhr, aber hier... Naja. So, vorsichtig. Ja. Boah, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich mich jetzt blamier. Ah, oh, ich hab's geschafft. Ja, mal gucken, wie lange ich mich jetzt halten kann. Ah, oh, Mann, nee. Ich habe kaum noch Energie, sehe ich gerade oben links. Ja, ich bräuchte vielleicht irgendwas. Ich wollte gerade sagen, ich bräuchte ein Herzchen, damit ich Energie habe. Aber irgendwie sind die Herzchen hier etwas anders zu berechnen. Gegner. Ich habe dich doch noch gesehen. Ja, aber damit bin ich schon weiter als bisher. Naja, gut. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick an, ja, in das Spiel zeigen können. Kid Icarus. Der NES-Klassiker. Und ja. Lieber Peach, mach's gut. Bis bald. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Versuch. Bis dann. Tschüss.